So, liebe Freunde und Freundinnen, es geht weiter. Jetzt auf der Bühne haben wir Heidi Klage-Werner. Heidi Klage-Werner, in dieser Stadt bekannt, hat viele Jahre hier gearbeitet, ist jemand, die heute Vorsitzende des Sozialverbandes Volkssolidarität hier in Berlin ist. Volkssolidarität, ein Verband, der sich vor allen Dingen auch darum bemüht hat, den Menschen Ostdeutschlands ihre Würde zu lassen, der sich darum bemüht hat, dass die massenhaften Privatisierungen und Abwicklungen der sozialen Einrichtungen der ehemaligen DDR nicht radikalst weitergeführt werden, und ein Verband, der mit vielen hunderttausend Menschen sich dafür einsetzt, dass die Gerechtigkeit in Deutschland vorwärts kommt, dass aber auch nicht vergessen wird, dass es noch immer eine Ungerechtigkeit zwischen West- und Ostdeutschland gibt. Heidi, es freut mich, dass dein Ruhestand, den du ja politisch gewählt hast, nicht dazu geführt hat, dass du aufgehört hast, sondern einen Unruhestand gegangen bist, dass du als Landesvorsitzender Volkssolidarität dich hier für soziale Gerechtigkeit und heute für Umverteilen einsetzt. Heidi, du hast das Wort. Ja, vielen herzlichen Dank. Lieber Uwe, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, ich finde, dass auch Altersarmut ein Thema unseres Bündnisses sein muss. Der Leiter der Bahnhofsmission am Zoo hat neulich in der Berliner Zeitung erklärt, dass immer mehr ältere Menschen in seine Einrichtung kommen, aber eben nicht nur die bisher Bekannten, sondern zunehmend Menschen, die eher den Wilmersdorfer Witwen zuzurechnen sind. Für mich heißt das, Altersarmut ist längst nicht mehr ein Randproblem. Altersarmut wird zum Massenschicksal. Altersarmut ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Selbst der neue Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung aus dem letzten Jahr unterstreicht diese deprimierende Entwicklung. Die Reichen in unserem Land werden immer mehr und die Armen immer zahlreicher. Von den 7.500 Millionen Euro Privatvermögen in den Händen der Besitzenden haben nur die untere Hälfte der Bevölkerung in der Bundesrepublik ganze 1%. Deshalb, auch deshalb sind wir heute hier, denn Umverteilen ist auch ein Gebot der sozialen Gerechtigkeit. Und was tut die schwarz-gelbe Bundesregierung angesichts dieser desolaten Entwicklung? Sie hält den Bericht über Armut und Reichtum in diesem Land Monate zurück. Sie frisiert ihn und streicht genau die Passage, in der es darum geht, die Verteilungsungerechtigkeit in unserem Land deutlich zu machen. Und Wirtschaftsminister Rösler belässt es nicht dabei. Er verhöhnt die Armen in unserem Land mit der dreisten Behauptung, Deutschland ging es noch nie so gut wie heute. Ja, tatsächlich, Herrn Rösler und seinesgleichen ging es noch nie so gut wie heute. Doch den unteren Zehntel der deutschen Bevölkerung ging es noch nie so schlecht. Und leider muss man feststellen, dass es für die Zukunft noch schlechter aussehen wird. Das vor allem, weil ein Drittel der deutschen Bevölkerung, der Berliner Bevölkerung in diesem Falle, bitterarm sein werden, wenn sie alt werden. Wer bis 2.500 Euro im Monat verdient, wird 2030 nur mit einer Rente rechnen können auf Grundsicherungsniveau. Und das betrifft zum Beispiel in Berlin 40% der heute arbeitenden Bevölkerung. Und das ist ein Skandal, dass Sie mit solch einer Entwicklung konfrontiert werden. Kein Skandal.
Und wie sagte noch Norbert Blüm ungefähr vor einem Vierteljahrhundert, die Rente ist sicher. Das ist längst Geschichte. Sicher ist nur eins. Die Mehrheit der Älteren werden von ihrer Rente nicht mehr leben können. Und das kann man so nicht hinnehmen. Die Ursachen sind klar und die Sozialverbände haben schon lange davor gewarnt. Bis zum Jahr 2030 soll nämlich das Rentenniveau von heute 53% auf 42% abgesenkt werden. Und das heißt nichts anderes als Armutsrenten für die Beschäftigten mit niedrigen Löhnen, für diejenigen, die unterbrochene Erwerbsbiografien haben oder in prekärer Beschäftigung gearbeitet haben. Für sie hat das eine bittere Folge, weil sie in ihrem Alter mit Armut rechnen müssen. Und auch das Lieblingskind von Franz Müntefering trägt zu dieser Entwicklung bei. Die Rente mit 67. Kaum jemand kann heute bis zum 67. Lebensjahr arbeiten. Die durchschnittliche Renteneintrittsalter liegt heute bei 63,5%. Und das führt dazu, dass natürlich auch diese Menschen, wenn sie ihre Rente bekommen, davon nicht mehr leben können. Altersarmut ist also das Ergebnis einer grundfalschen Politik, woran leider auch die rot-grüne Bundesregierung einen erheblichen Anteil hatte. Unser Bündnis muss deshalb für grundlegende Korrekturen in der Rentenpolitik kämpfen. Denn alt zu werden ist heute das größte Armutsrisiko. Und ein weiteres Problem macht gerade den armen Menschen unserer Stadt zu schaffen. Berlin ist schon lange arm und verschuldet. Aber nun haben wir einen Finanzsenator, der sich zum Sparkommissar aufschwingt. Und ausgerechnet dort den Rotstift ansetzt, wo es die armen Menschen in unserer Stadt besonders schmerzt, im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge. Aber genau Sie sind es doch, die auf eine gute öffentliche Daseinsvorsorge angewiesen sind, die darauf angewiesen sind, dass es eine gute Gesundheitsversorgung gibt, dass die Pflege funktioniert, dass Sie Betreuung bekommen, dass die Nachbarschaftshäuser nicht abgewickelt werden und die Zwangsräumungen in dieser Stadt nicht zunehmen mit den dramatischen Folgen, wie wir es gerade an dem jüngsten Beispiel erleben konnten. Das ist eine Schande für diese Stadt, dass eine solche Entwicklung passiert. Und das ist nicht nur unsozial, sondern das ist zutiefst menschenverachtend. Offensichtlich muss wie unser Finanzsenator Millionär sein, um solche Grausamkeiten nicht zu erkennen. Wenn man Einrichtungen schließt, für die gerade die Armen, bis auf die gerade die Armen besonders angewiesen sind, es ist eine soziale Infrastruktur, die genau Sie brauchen, in Ihrem Wohnumfeld für Sie erreichbar. Das ist etwas, was für die Zukunft in dieser Stadt unverzichtbar bleibt. Gerade Sie brauchen diese öffentlichen Angebote, um den Verlust an Lebensqualität und sozialem Miteinander aufzufangen. Aber, und das macht uns Mut, es gibt eben auch viele Ältere, die sind bereit zu kämpfen und sie können kämpfen. Es waren die Seniorinnen und Senioren der Begegnungsstätte in der Stillen Straße, die verhindert haben, dass ihre Einrichtung geschlossen wird. Und wie hieß doch noch gleich Ihr Motto? Genau, Stille Straße ist überall. Dieses Motto hat in den Berliner Bezirken auch heute noch hohe Aktualität. Und Widerstand lohnt sich, wenn man dabei so gar nicht still ist. Gerade die Alten und die im Alter von Armut bedrohten Menschen müssen heute ihre Stimmen lauter erheben. Und sie brauchen vor allen Dingen unsere Solidarität. Denn umverteilen heißt auch umverteilen zugunsten der Kommunen, zugunsten der öffentlichen Daseinsvorsorge für ein besseres Leben, auch für die Armen und Alten in unserer Stadt. Dankeschön.
Vielen Dank, Heidi Knage-Werner.